Es ist 20:30 Uhr und ich begrüße euch zum ersten Video dieses Abends. Schon mit Silvester auf der Domplatte in Köln hat das Jahr 2016 wunderbar begonnen und hat uns sozusagen schon in der Silvesternacht gezeigt, was es ist, hat uns präsentiert, was uns erwartet. Ja, große Skandale auf der Domplatte in Köln. Vom Bahnhof. Im Januar dann 10.1., um genau zu sein, David Bowie ist tot. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe ihn nicht gekannt, aber für viele war er eine Berühmtheit und ein guter Sänger und ja. Ich habe dann nach seinem Tod viel über ihn erfahren. Kurz danach ist Alan Rickman gestorben. Den kannte ich allerdings. Ihr kennt ihn als Severus Snape aus Harry Potter. Appears that there is a connection between the Dark Lord's mind and your own. Whether he is as yet aware of this connection is for the moment unclear. Pray he remains ignorant. You mean if he knows about it, then he'll be able to read my mind? Read it. Control it. Unpair yourself. Let gentlemen. Concentrate, utter focus. Am 14.01. ist er dahingeschieden. Im Februar kommt ein Bus mit Flüchtlingen in Klausnitz an und wird von den Einwohnern von Klausnitz ausgebuht und ausgeschrien mit Rufen, wir sind das Volk und weg mit euch, zurück in eure Heimat und so weiter. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Werden die traumatisierten Kriegsflüchtlinge so dermaßen schrecklich empfangen, dass man sich denkt, gibt es noch Menschlichkeit unter den Menschen? Oder sind wir Menschen Monster? Ja. Im März wurde die AfD in Sachsen-Anhalt in den Landtag gewählt. Kann ich ja sagen. Ich lebe in Sachsen-Anhalt. Wunderschön. Ganz, ganz viele AfD-Wähler auf den Straßen. Bin schon einigen begegnet, durfte schon mit einigen Diskussionen führen. Nicht die schönsten Diskussionen. Auch Ende März dann die Böhmermann-Affäre. Sack doof, feige und verklemmt. Ist Erdogan der Präsident? Rund um das Schmähgedicht von Jan Böhmermann. Auch ich habe es auf YouTube mit eingeflochten. Nicht das Schmähgedicht, meine Güte, nein. Aber der Jan Böhmermann ist auf Coffee Bay eingezogen. In Tom und Jerry Live haben wir das Thema thematisiert. Im April
2016, die Panama Papers kommen raus. Ein großes Tohuwabohu. Berühmte Leute, Staatschefs, Staatsoberhäupter haben daran mitgewirkt und sind stecken da mit drin und sind nun in den Ermittlungen mit drin. Und Skandal um Skandal entsteht. Ein großes Durcheinander. Im Mai beleidigt AfD-Vorsitzender Gauland Boateng mit so einen wie Boateng möchte man nicht als Nachbar haben. Ja. Obwohl Boateng ja ein gebürtiger Deutscher ist. Ja, Gauck dankt ab im Juni 2016, kurz bevor der Brexit vor der Tür steht. Am 23.06., wenn ich das richtig recherchiert habe, entscheiden sich die Briten dafür, aus der EU auszutreten und mit dem Brexit einen eigenen Weg anzutreten. Die EM 2016 vom 10.06. bis zum 10.07. in Frankreich von Terroranschlägen gekerbt und durchdrungen. Während eines deutschen Länderspiels explodiert eine Bombe vor einem Stadion. Jemand hat sich in die Luft gesprengt. Terror breitet sich in Europa daraufhin aus und Frankreich jede Menge Anschläge. Der Terror schwappt nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien über. Das Europa wird zu einem Minenfeld des Terrors. Im Juli ein versuchter Putsch und Staatsumsturz gegen Erdogan. Daraufhin eine riesige Verhaftungswelle, willkürliche Hinrichtungen und Verhaftungen von gegen Erdogan Leuten und angeblichen Gülen-Anhängern. Eine Pro-Erdogan-Demonstration in Köln am 1.8.2016. Der Präsident Erdogan darf nicht hinzugeschaltet werden. Der türkische Minister wird laut und die Botschaft gerät in Aufruhr und es gibt wieder einen Skandal. Die Türkei kriegt sich mit Deutschland in die Haare und deutsche Türken werden extrem. Am 5.8. ein Anschlag in Bayern vor dem McDonald's, an den sich die meisten bestimmt noch daran erinnern können, wie denn auch nicht. Ja, ein Jugendlicher lädt Leute zu Gratisessen bei McDonald's ein und ballert um sich und schießt um sich und viele Tote wird dann von der Polizei gefasst. Pokémon Go kommt am 6.7. raus, wird veröffentlicht und man könnte meinen, es ist eine gute Nachricht. War auch ganz gut, viele Leute hat's bewegt, fast jeder hat's gespielt. Ich nicht, mein Handy war zu schlecht dafür. Ja, ganz YouTube war besessen davon. Bloß. Für welchen Preis? Am 24.08. wurde der erste Tote durch die App verzeichnet. Kein Scherz. Ist tatsächlich so. Es wurde jemand dadurch getötet. Am 1.9., am 1. September wird offiziell über die Vollverschleierungsdebatte gesprochen. Ein Verbot von Vollverschleierung in Deutschland wird diskutiert.
Am 2.9. direkt danach, das Samsung Galaxy Note 7 kommt raus mit explodierendem Akku. Ein brennendes Telefon nach leichter Benutzung. Am 8.10. Trump, das Trump-Skandal. Grab them by the pussy. Donald Trump lässt einen Kommentar in Social Media ab, in dem er Frauenvergewaltigung gutheißt und sagt, als Promi könne man den Frauen an die Pussy greifen und als Promi könne er alles machen und die ganze Affäre um Trump beginnt. Ein Flüchtlingsheim brennt unter Jubel ab, unter Applaus und Jubelrufen am 17.09. Die US-Wahl, Trump gegen Clinton, die Wahl zwischen Pest und Cholera am 10.10. Die USA darf sich entscheiden. Wählt sie Trump oder Clinton? If I win. Trump wird gewählt. In Deutschland, derweil es am 19.10. erschießt ein Reichsbürger einen SEK-Polizisten bei einer Razzia und die Misere um Reichsbürger entsteht. Ja, die Ewiggestrigen. Finde ich ja sonderlich schön. In Anführungszeichen. Und wäre das nicht genug am 26.10. gibt es kaum. Pietro Lombardi und Sarah Engels trennen sich voneinander. Oh, weg. Kurz vor Halloween beginnen Killer-Clowns auf den Straßen unbescholtene Bürger zu terrorisieren und in Angst einzujagen. Kaum wird es dunkel, wird man von Killer-Clowns auf öffentlicher Straße angepöbelt. Es endete so, wie es angefangen hat. Sie kamen aus dem Nix, sie gingen ins Nix. Man dachte, Halloween wird der Gipfel des Ganzen und sie werden sich alle gegen uns verschwören und uns alle umbringen. Ja, es ging ins Leere. Man hat nie mehr was von Killer Clowns gehört. Twitter-Bots beherrschen das soziale Media und falsche Meinungsmache tritt auf. Roboter, die allein für den Zweck gezüchtet wurden, falsche Meinungen zu verbreiten und in die Welt hinaus zu prügeln und zu verbreiten, was falsch ist, werden veröffentlicht. Am 20.11., wenn ich es richtig recherchiert habe, verkündet Merkel, sie möchte erneut kandidieren, was jetzt vielleicht nicht ganz so ein schlimmes Ereignis ist. Vielleicht ist es sogar was Gutes, man weiß es nicht. Jedenfalls wird gemutmaßt, es würde zumindest politisch den Aufstieg der AfD noch mehr begünstigen. Ich halte mich daraus, ich bin in Sachen Merkel, AfD, Spekulation nicht sehr gelehrt und kann euch da nicht viel drüber sagen. Ich kenne mich da nicht aus. Was ich ganz bestimmt weiß, ist, dass Uli Hoeneß am 25.11. zum Bayern-Präsident gewählt wird, nachdem er aus dem Knast rausgekommen ist und erneut Bayern-Präsident wird.
Was ich weiß, ist, dass es mir nicht gefallen hat. Ja, Promi-Bonus und so weiter. Ja, ist schon ein bisschen gut weggekommen, würde ich mal so sagen. Fidel Castro am 25.11.2016 gestorben. Ein Staatsheld, ein weltbekannter, weltberühmter ein weltberühmtes Staatsoberhaupt. Geht in die ewigen Jagdgründe über. In Russland wird der Syrienkrieg totgeschwiegen, wie noch nie zuvor. Russland verwickelt sich in den Syrienkrieg, der Syrienkrieg artet aus und viel zu viele Tote, viel zu viele Unglücke und der IS hält die Oberhand. Opfer in diesem Krieg werden fortgeführt. Es nimmt kein Ende. Am 19.12. zum Ende des Jahres. Der IS ist auch in Deutschland aktiv. Im Berliner Weihnachtsmarkt fährt ein LKW mit 100 km/h in die Buden hinein. 12 Tote, viele Verletzte. Der IS bekennt sich zu diesem Anschlag und Terrorgefahr auf Weihnachtsmärkten. Wir sollten uns trotzdem nicht dadurch einschüchtern lassen. Ich war am Nachfolgetag auf dem Weihnachtsmarkt und habe das 24. Adventskalender natürlich gedreht. Ja, man sollte einfach weiterleben und trotz den ganzen Misslichkeiten die Welt genießen, soweit es geht. Mein Beileid bei allen Opfern von allen schlimmen Katastrophen, vor allem des Berliner Weihnachtsmarkt, weil er so nah dran ist, aber auch den Opfern in Syrien. Mein Beileid. Meine Gedanken sind bei ihnen. Meine Gedanken sind vor allem auch bei Carrie Fisher, die am 27.12. verstorben ist. Viele kennen sie als Leia Organa oder Leia Skywalker aus Star Wars. Half-witted, scruffy-looking nerf herder. Sie war eine Heldin für alle Fantasy-Fans und Science-Fiction-Fans. Was soll ich sagen? Ich habe sie gemocht. Vor allem als Leia Organa in Star Wars 7. Hat sie mir eine weitere Freude bereitet. Ich habe mal recherchiert, Teil 8 soll vorbereitet sein. Sie ist für Teil 8 schon fertig gedreht. Aber Teil 9 sollte sie auch drin sein. Wir werden sehen, wie es im Film weitergeht. Ist ja auch nicht das Wichtigste. Sie ist ja Sturm. Sie war ja nicht nur Leia Organa. Sie war Carrie Fisher, eine wundervolle Schauspielerin, die nicht nur in Star Wars geglänzt hat. Rest in Peace, Carrie Fisher, auch an dieser Stelle. Ja, ein schlimmes Jahr. Ein Jahr voller Schrecklichkeiten, nachdem man sich denkt, endlich ist es vorbei. Endlich ist es überstanden. It's done. Yes, Mr. Frodo. It's over now. Politisch war dieses Jahr ein Haufen Dreck, um es mal so auszudrücken. Ich hoffe, 2017 wird besser. Ja, was ich euch sagen kann, das Jahr 2016 auf meinem Kanal war besser als das politische Jahr.
das in den nächsten zwei Videos. Also bleibt dran und guckt um 21.30 Uhr den Jahresrückblick Flop 10 und um 22.30 Uhr den Jahresrückblick Top 10. Und um 23.30 Uhr, wenn ihr noch wollt, dann die Planung für das nächste Jahr. Und wer noch wach geblieben ist, darf dann das erste Let's Play des Jahres um 0.30 Uhr angucken. Soweit der Abend. Ich bin für euch dabei und ich hoffe, ihr habt einen angenehmen, frostlichen Abend. Wir sehen uns und würde mal sagen, bis dahin, gehabt euch wohl. Macht das Beste aus dem Restjahr und lasst euch nicht einkriegen. Bleibt stark. Haut rein.